Ja, dann sage ich mal Moin zusammen. Samstag, LKW-Tag. Genau. Herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal zu einem gemütlichen Samstagmorgen-Stream mit singenden Rädern auf heißem Asphalt. Okay, vielleicht ist er nicht ganz so heiß, kommt drauf an, hinfahren. Aber das ist zumindest der Plan. Warum seht ihr noch nichts? Auch das kann ich euch sagen. Ich versuche gerade meine Editionssoftware zu starten. Und da scheint es wieder mal Probleme zu geben. Mal. Ob eventuell. Steht. Server konnte nicht erreicht werden. Ja, ich sehe schon, das Problem scheint seit heute früh schon zu existieren. Irgendetwas gut. Ich werde das, glaube ich, im Hintergrund mal laufen lassen. Das Programm selber versucht wohl weiter eine Verbindung herzustellen. Wieder in gewissen Abständen und von daher. Okay. An. Dann mal Live-Bild freischalten und dann starte ich den Chicken Truck Simulator. Da werden wir uns jetzt rumtreiben. Mir überlegt. Ganz gut. Da kam ja von euch auch immer wieder Hinweise. Ja, das ist schön, dass mal wieder ATS. Da ich noch nicht hundertprozentig weiß, ob es vielleicht heute Abend was mit ETS gibt, können wir jetzt Amerika. In dem Sinne nochmal einen wunderschönen Morgen, Tag zusammen, Prost. Fernfahrer Diesel muss auch sein. Und ganz kurz in den Mod Manager, ob da irgendwie. Ich im Moment erstmal bei Rom-Mods habe ich aktiv. Von daher können wir so. Der geil. Ja, da ist der gute LKW.
Eike, gucken mal. Ach so, ich weiß gar nicht, wo wir stehen. Warte. Also erstmal gucken, was das Auto eventuell. Oh, wo stehen wir denn hier? Mitten in der Walachei. Okay, das sieht ganz gut aus. Ja, stimmt. In Lakeview. Mit der Nummer fangen den Bauholz. Lass uns loslegen. Ah. Müssen wir das Spiel nochmal beenden. Krat ist nicht sauber erkannt. Dann müssen wir das ganze Prozedere nochmal durchziehen. Eike, komm mal da, wer ist denn das? Ich sag das, ich weiß, wo dein Briefkasten wohnt. Server konnte nicht erreicht werden. Okay, das funktioniert wohl nicht. Lasst mich mal ganz kurz noch was anderes checken. Ja, also mittlerweile habe ich auch eine Info, was eventuell mit der Speditionssoftware sein könnte. Haben wohl heute Nacht beim Restarten ein Problem gehabt. Da ist man am Arbeiten, also da sind wir mal geduldig.
So, jetzt. Bad. Geht. Und dann gucken wir mal, was jetzt passt. So, ein neuer Besuch. Jetzt. Los. Rechts ab. Unterwegs, meine Lieben. Und uns bereits davon. Biege nach links ab. Ganz ehrlich gesagt, das hier ist mir noch nicht aufgefallen, dass hier zum Beispiel in dieser Import an eben war das da wirklich. Und drin war diese. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Bin uns. Links ab. Demnächst links ab. Ja, als Fahrer. Diese schon. Biege nach links ab. Eine schöne Fahrt.
Zeit zu gehen. Der Auftrag wurde gestartet und wird bei nächster Gelegenheit mit dem Server synchronisiert. Bitte beachte, dass im Offline-Modus Tankstellen manuell eingetragen werden müssen. Okay, da kann ich drauf achten. Ihr hört, es werden Daten zwischengespeichert. Ach, die Herren Wegelagerer. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Geradeaus. Geschlossene Ortschaft.
wolkenlos, Sternen überseht. Die Räder sinken auf dem Asphalt. Gedanken pfeifen wir ein nettes Lied. Erfolgreich warst du denn beim Jagen gestern? Einen Rothirsch mit 222 Kilo.
und 33 Kanadagänse. Biege nach rechts ab. Darmhirsche. Hey, gestern lief wieder richtig toll. Die Fasane und den Rothirsch, der war... Da war ich noch alleine unterwegs. Bin dann zum GermanFX auf den Server gegangen und dann haben wir gemeinsam weitergespielt. Weil der halt gerade für die Gänse ja schon zwei, drei Sachen hat, die man nicht leisten kann, weil wir dann da ein bisschen Kanadagänse verfolgt. War auch der ein oder andere Fasan dabei noch. Boah, ich habe mich da auf die Kanadagänse spezialisiert gehabt. Ja, du siehst ja, ich jage gerade durch die amerikanische Nacht. Das Frühstück bin ich schon am Verdauen, meine Liebe. Sind
alle bei 65 abgeriegelt. Bitte rechts halten. Gab es da. Eigentlich das Richtige morgens um kurz vor zwei. Links ab. Rechts ab. Biege nach links ab. Hier wäre sogar 80. Geht?
Motor ist zwar kräftig, aber er braucht, da es bergauf geht, doch so ein bisschen willkommen und guten Morgen. Da stellt sich mir natürlich auch so die Frage, wie ist denn das Wetter so? Heute früh schon mal kurz aus. Ist ja was für ein Papierdruck, ne? Ich muss sagen, also im Vergleich zu den letzten Tagen ist das schon deutlicher. Und es fehlt bisher auch noch, ne? Geradeaus.
links. Neu berechnen. Nämlich die Wesen, die ich mal hätte kaufen können. Aber, ich dachte, wir nehmen die Schauen für euch. Ja. Weiter. Demnächst rechts abbiegen. Da hätte ich hinfahren können. Thank you.
aus. Ja, wo will ich hin? Ich muss mein Bauholz wegbringen. Guck mal in den Spiegel. Waren, als ich losgefahren bin, 1300 Meilen. Und herzlich willkommen überhaupt und schönen Samstagmorgen und hast du nicht gesehen und ich hatte vom Jagen noch so viel zu tun, da habe ich mich dann hinterher gleich auf den Bock gesetzt. War ein recht einträglicher Abend gestern. Da muss noch frischer Kaffee sein. Die Hotelleute früh hatten sogar eine recht anständige Sorte und die konnten sogar Kaffee kochen. Was ja in Amerika nicht unbedingt die Regel ist. Busfahrer sind auch schon wieder unterwegs hier. Ziehst du nach hinten und kochst 9. Weiß, der Mac ist da in der Hinsicht verhältnismäßig komfortabel. Ja, also ich kann von gestern bieten 6 Fasane. Das Wiederwiegen, verdammter Mist. Okay, lass uns eine neue Route finden. So, also nochmal 6 Fasane, einen wunderschönen Rothirsch, das habe ich dokumentiert. Dann
Dann habe ich nachher mit deinem Namensvetter noch ein bisschen bei ihm auf dem Server Jagd auf Kanada-Gänse gemacht. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da bin ich dann auch nochmal auf 33 Stück gekommen. Alter Verwalter. Macht sich, glaube ich, nicht so gut. Gestern schon recht großzügig erzählt, bei mir gibt es heute und morgen Fish and Chips. Aber ging mir heute früh, als ich am Kühlschrank war, doch ein, oh, Fish and Chips gibt es frühestens morgen. Weil erstmal liegen da noch Hühnerbeine mit Filetanteilen, die in den Ofen gehören. Geschwindigkeitsbegrenzung.
Bitte links halten. Hat er eigentlich am Donnerstagabend noch darüber nachgedacht, irgendwie was Leckeres mit frischem Gemüse zu machen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mich denn doch die Faulheit übermannt. Ich will jetzt wenig nichts gegen Gemüse putzen, aber es ist dann doch ein Zeitaufwand. Ich sage, nee, möchte ich. Wen wollte ich mir denn am Wochenende? Obwohl ich es gerne mache, keine Frage. Aber gegebenenfalls, wenn es möglich ist, nutze ich halt auch Convenience-Produkte in Form von Tiefkühlkost und ähnlichem. Ja, und ich sag mal so gemischtes Gemüse als TK. Das wird ja teilweise mittlerweile sogar von Sterneköchen, also in der Spitzengastronomie, eingesetzt. Also kann es ja so schlecht dann doch nicht sein. Mahlzeit des Tages, du sagst es jetzt. Aber auch da gibt es Unterschiede. Könnte dir ja mal deinen Tipp geben. Ein gemeinsamer Streamer-Kollege von uns, der auf YouTube viel unterwegs ist, nennt sich Pommesman. Der hat vor kurzem den 1955er Burger, den aktuell ja wohl bei McDonald's wieder gibt, ein bisschen unter die Lupe genommen und hat ihn versucht nachzubauen. Nimm die Ausfahrt rechts. Den Unterschied sollte man sich echt mal an. Wobei, der hat also definitiv auch schon des Öfteren andere Sachen gemacht. Er hat also auch versucht, diese Burger für, ich glaube, 99 Cent, also ganz einfach, in diesen Kosten nachzubauen. Auch dieses Ergebnis ist sehenswert. Er baut dir diesen Burger nach, sag mal wirklich fast gleichen Kosten. Lass es 10 oder 15 Cent mehr sein, aber du kriegst von diesem Burger Maulsperre. Ungelogen. Immer geradeaus. Ja, das ist alles mit ein bisschen Arbeit verbunden. Wenn man sowas selber machen will, aber das ist ja alles auch kein Teufelswerk, ja. Er stellt sich auch hin und macht diese Soßen selber. Aber ich muss sagen, er hat auch
Und was ich neulich gesehen habe, das muss ich dir nachher mal raussuchen, dann schicke ich dir den Link. Ich glaube, wenn ich darüber dann hier auch noch berichte, dann definitiv, ja. Das hier auch noch erzähle, denn sitzen hier alle Zuschauer nur noch mit einem tropfenden Zahn. Fragen, ob sich das hier ein American Truck Simulator ist oder ob das ein Kochstream ist. Dass hier heute in Richtung SM geht. Könnte eng werden, dass ich nur mit einer Pause fahren kann. Mal gucken. Eine hatte ich schon gemacht. Achso, hatte ich dir gesagt, der Speedfault-Server ist im Moment weg jetzt. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, da hat sich auch einer aus dem Support-Team schon gemeldet. Die haben wohl heute Nacht beim Restart ein Problem gehabt. Die Technik ist schon dran. Wieder rein dürfen. Nö, Mensch! Ich kann's ja nicht fassen. Ja, aber diesmal ist es so, dass er den Auftrag offline speichert und ihn überträgt, sobald er die Serververbindung wiederhergestellt werden kann. Das hatte sie mir eben schon gesagt. Echt, Clotilde. Letztes Wochenende, da ist mir ja der erste Auftrag völlig verloren gegangen.
Der ist ja noch nicht mal zwischengespeichert gewesen. Das war auch der lange. Bitte links halten. Mein Yachtkumpan, moin Jens, herzlich willkommen in Amerika. Dein Namensvetter gerade schon von unseren Erfolgen gestern Abend berichtet. Finde ich dann mit dem LKW mit 65 schon eine Herausforderung hier.
komisch. Da hängst du dem erst fast hinten im Auflieger drin und dann gibt er immer wieder Gas wie so ein Ochse. Wenn wir jetzt mit dem Netz da runtergehen und versuchen, Gummitiere zu fangen, die schwimmen nicht in diesem Fluss.
Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Meilen haben wir noch auf der Uhr. Haben wir die erste Tour erledigt.
Hinweis, ich möge doch bitte eine Raststätte aufsuchen oder eine Pausenstelle. Hier ist noch weit und breit gerade nichts. Soll ich machen? Hier ist weit und breit nichts jetzt. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Dem Rostfrieder mir erzählt, ich soll mir einen Parkplatz suchen, ist hier nicht eine Möglichkeit gewesen. Da war ich denn wieder. Im Prinzip 1200 Meilen gefahren, ohne dass irgendwas war. Und hier am Schluss wird hier denn
Hafer verhagelt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Weil du eine Pause machen sollst und keine Pause machen kannst. Bitte links halten. Ganz eindeutig Richtung Osten. War dann nämlich gestern auch Thema. Achso, okay. Bitte links halten. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Dieser Wiegestation wäre es möglich gewesen, Pause zu machen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts.
weil jetzt sind wir nämlich so gut wie da. Da sehe ich also auch schon verschiedene Möglichkeiten, wo ich eine Pause machen kann. Aber erst bringen wir jetzt. Mensch, Jensi, das wäre doch was für dich hier. Waffeltopia. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Denn man tau. Erfolg. Fahrer wieder der Wegelager. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege okay, nach rechts ab. Mal. Props. Wir sind heile angekommen. Jo, das war unsere erste Tour. Dann schauen wir mal gleich, wo wir jetzt hinfahren. Genau, nach Fort Collins. Garage werden wir gleich einheimsen. Wenn wir da ein Schläfchen machen.
fertig zum Losfahren. Ja, das ist ja immer doof, vor allen Dingen, wenn man denn sieht, was da teilweise schon an Arbeit und ja, Hirnschmalz drinsteckt. Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Rollt der Rubel.
So, jetzt muss ich mal aber gerade wegen... So, wo ist denn meine... Ja, das ist. Aber das ist bei dem anderen schon so gewesen, Jens. Server konnte nicht erreicht werden. Im Offline-Modus müssen Tankstellen manuell eingetragen werden. Zwei. Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. 90, so ja, Mann. Ja, natürlich auch toll.
Fahrt vorsichtig. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Danke. Immer geradeaus. Geradeaus. Russland? Echt ist. Ja, sagen, das ist schon mittelmäßig. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Dann wollen wir mal die üblichen Reparaturen durchführen lassen. Mal zu Sales. Sales gehen wir jetzt. Gucken wir mal, was es so für Freightliner gibt. Logisch, gucken wir uns die Ausführung an. Passt auch. Was haben wir denn motormäßig im Einsatz? Den?
In. An. Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Jetzt ist er weg, ist mir auch egal.
Ja, ich finde, der sieht von innen auch nicht schlecht aus, ne? Den Edler. So, dann haben wir das Ding. Also mal gucken, ob das klappt, was ich vorhabe. Gucken, ob das so funktioniert. Mal so eine kleine Herausforderung, die Lackierungskonfiguration zu übernehmen. Im Offline-Modus müssen Tankstellen manuell eingetragen werden.
So, wir basteln hier weiter. Ich krieg das raus, keine Panik. In Der ist ja lackiert. Meine Lieben, ich verstehe es nicht, wenn ich ganz ehrlich sein soll. So, das muss ich mir mal offstream angucken, warum das nicht funktioniert.
Okay, wie auch immer, ich brauche Arbeit. Colin. Gucken wir mal. Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden, Offline-Modus aktiviert. Bitte beachte, dass im Offline-Modus Tankstellen manuell eingetragen werden müssen. Ja, es funktioniert nicht. Mit rum. Mit dem erstmal weiter. Die Verbindung zum Server wurde hergestellt. Oh. Ey, guck mal da, wer ist denn das? Ja, genau so ist es, Jens. Simsa unterstrich Neikelstar bastelt nun mit. Blockbuster Gaming sagt, herzlich willkommen. Nein, das ist eigentlich fabrikatübergreifend. Das habe ich bei den anderen nämlich im Endeffekt nicht ganz genauso gemacht. So, dann haben wir jemand einen neuen Follower. Simsa Extra. Herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Vielen Dank für dein Follow. Mach's dir bequem, fühl dich wie zu Hause, benimm dich aber bitte nicht so. Und ein lieber Streamer-Kollege von mir weist immer darauf hin, du mögest oder ihr möget die Schuhe anbehalten. Ich kann das nur unterstützen, weil ich weiß, was wir alles schon für tolle Erlebnisse hier hatten. Warum hier eventuell Schuhe und hast du nicht gesehen, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Vielleicht ist der ein oder andere von euch gerade noch am Frühstück. So, ansonsten solltest du Durst haben, geh in die Küche. Willst du was Warmes, nimm dir ein Bier und willst du was Kaltes, ist es auch Kaffee da.
Wir sind unterwegs im American Truck Simulator. Ich habe mir gerade ein neues Fahrzeug zugelegt. Und gucke jetzt mal, was wir hier noch für eine schöne Tour fahren damit. Ja, wir machen mal eine kleine Rohöltour. Lass uns loslegen. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So.
ob es jetzt geht. Also es geht nicht. Auf geht's. Aber bevor wir losfahren, muss ich mal meinen Morgenkaffee umgehen. Oh. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ui. Demnächst rechts abbiegen. Nach rechts ab. Bitte links halten.
besten. Bitte links halten. Geradeaus. Bitte links halten. Bitte links halten.
willkommen auf einem neuen Bock. Wenn ihr gerade Hochfahrzeuge könnt. So lackiert, wie er lackiert sein sollte. Nicht. Die Bäume hier rechts, die sahen eben so ein bisschen aus wie Brokkoli-Stauden in etwas größerer Form. Immer geradeaus. Sowas von. Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Center wäre mir deutlich lieber. Chat Noir. Oh. Schwarze Chat. Uiuiui. Geradeaus. Sonntagmorgens um 1.
haben schon nur noch 185 Meilen vor uns. Und 3 Stunden Fahrt halt. Links halten. Cool. Oh, das ist irgendwann wäre ich sicherlich Strecken zusammenstellen, wo wir hier diese ganzen grauen Bereiche versuchen abzufahren. Bitte links halten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte links halten. Sind noch 100 Meilen. Bitte links halten. Der Bordcomputer gibt uns auch recht interessante Informationen. Ganz klar.
Aber über uns? Nee, aber der Bordcomputer sagt uns aktuell, wir haben zurzeit einen durchschnittlichen Verbrauch von... Bitte rechts halten. Verbrauch der durchschnittliche Innenzahl, die wir mit einer Gallone Diesel kommen, liegt zurzeit bei 6,5 Meilen. Sind wir mittlerweile mit diesem neuen Fahrzeug schon unterwegs. Links halten. Links halten. Will ich. Bitte links halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Wir sind fertig. Zack. So, dann haben wir den auch erfolgreich erledigt. Wenn ich so gucke, man soll es nicht glauben, es waren 2 Touren, aber wir sind gemeinsam 3 Stunden unterwegs gewesen. Ich bedanke mich, wir haben es kurz nach 12. Zeit, Mittagessen zu denken oder an eine Mittagspause oder was auch immer. Wie gesagt, Zeit, Pause zu denken. Ich wünsche euch einen schönen, sage mal, Samstag. Vielleicht bis heute Abend. Es sind im Moment 2 Sachen, die da im Moment unklar sind. Von daher kann ich weder ja einsagen. Macht den uns entweder heute Abend nochmal oder ansonsten eventuell. Ich sag bis dahin.